Das ist ein großes Geschenk, sind Kinder. Das lesen wir sehr oft in der Bibel. Und von Kindern wird fast 600 Mal in der Bibel berichtet. Die bekannteste Stelle wahrscheinlich ist Markus 13, Vers 16, als Jesus oder einige Leute Kinder zu ihm bringen wollten. Und die Jünger haben gesagt, nee, der Meister muss sich ausruhen. Schickt und wollten die Kinder wegschicken. Und Jesus sagt, wartet, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich des Himmels. Und er nahm sie in den Arm und segnete sie. Und das wollen wir heute auch machen. In Psalm 127, Vers 3 steht, siehe, Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Auch wenn wir manchmal sagen, ach, die sind laut und die nerven und die sind anstrengend. Aber das ist eine ganz tolle Sache, wenn wir Kinder haben. Und wir dürfen aktuell ca. 60 Kindern in der Gemeinde jeden Sonntag Gottes Wort näher bringen. Gesunden Kindern. Das ist ein Geschenk zusätzlich. Und darüber sind wir oder ich sehr dankbar. Und wenn ich so auf meinen Dienstreisen manchmal die Gelegenheit habe, quer durch Deutschland, Österreich und Schweiz Gemeinden zu besuchen, und hinterher kommt man ja meistens mit einigen Leuten im Gespräch, die wollen ja wissen, wer der Fremde plötzlich Auftauchende ist. Und ich erzähle dann von unserer Gemeinde und sage, ja, wir sind so 160 Gemeindeglieder und ca. 60 Kinder, dann reißen viele Gemeinden die Augen auf, weil die sagen, da seid ihr wirklich gesegnet. Wir sind 100 Leute und vielleicht 10 Kinder, 12 Kinder, 15 Kinder. Das ist eine ganz tolle Sache, die wir hier wirklich erleben in Lengenfeld. Und ich weiß zu Zeiten, wo ich noch aktiv Kinderstunde gehalten habe, wo meine große Tochter so 8 war, da saß ich 2 Jahre lang mit 3 Kindern jeden Sonntag dort zur Kinderstunde. Da war es bei uns auch relativ dünn. Und Gott hat so einen Segen geschenkt, dass wir jetzt so viele Kinder in der Gemeinde haben. Dafür wollen wir heute ganz sehr dankbar sein. Und deswegen freut es uns heute ganz besonders, dass wir segnen und für sie beten dürfen. Die Mia Sophie Groß, die Tochter von Hanna und Danilo, den Milan Strobel von Marisi und Michel, den Ben Strobel von Jenny und Robert und den Raphael Böttger von Heidi und Christian. Und ich bitte euch, dass ihr mal mit euren Kindern jetzt nach vorne kommt. Und auch die, die für die Kinder mitbeten wollen, die wissen das, die sollten bitte auch mit vorkommen. Ja, haben wir genug Platz oder müssen wir noch irgendwas wegräumen? Ist schon ein bisschen eng, ne? Ist ja im Prinzip ein gutes Zeichen, dass es eng ist. So, na schaut euch das mal an. Ist das nicht ein tolles Bild? Eltern, Mutter und Vater, Kinder, ganz prima. Das Kind ist da, hurra. So, jetzt sind sie alle vollzählig. Super. Ja, wir wollen jetzt gerne für die Kinder und die Eltern beten. Und das wäre, denke ich, schön, wenn ihr dazu mit aufsteht, wenn es möglich ist. Ich fange gleich mal an. Herr Jesus, ich möchte oder wir wollen dir Danke sagen für Mia Sophie, die du im Mutterleib geformt hast, die von Anfang an ein Wunschkind war für dich und dass du sie ihren Eltern geschenkt hast. Eltern, die sie sich ersehnt haben, die für sie gebetet haben, die liebevoll für sie da sein wollen. Herr Jesus, du kennst auch die besondere Situation von Mia und Sophie und von ihren Eltern und ihrer Schwester, dass sie auch in der Mission tätig sind, für dich unterwegs sind und in einem Land, wo ja manches nicht so einfach ist wie in Deutschland. Deswegen wollen wir dich besonders für sie bitten, dass du ihr Schutz gewährst, bei ihr bist, sie segnest und auch den Eltern die nötige Zeit schenken kannst. Du weißt, dass sie stark eingebunden sind in ihre Arbeit und sie wollen auch gerne ein Segen sein für andere, dass sie dieses Gleichgewicht, diese Balance immer
schaffen und halten können, dass du ihnen einfach die Kraft auch körperlich schenkst, die Gesundheit, die sie brauchen. Und wir wollen sie dir einfach anbefehlen, auch für ihre Rückreise nach Kambodscha in 2 Wochen. Und Herr, so möchten wir sie unter Gottes Segen stellen, ganz besonders. Gott sei mit dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. Amen. Herr, und wir möchten dir danken für den kleinen Ben, dass er leben darf. Herr, hab Dank, du hast ihn so einzigartig gemacht. Du hast geschenkt, dass er gesund sein darf und dass er gewollt ist von dir und von seinen Eltern. Herr, hab Dank für die gute, schnelle Geburt, dass er ein Zuhause hat, eine Familie, die ihn liebt und die ihn umsorgt. Herr, und hab Dank, dass du einen Plan für sein Leben hast. Und hab auch Dank, dass du ihn jetzt schon kennst und auf ihn aufpasst. Herr, so möchten wir dich bitten, dass du ihn gesund aufwachsen lässt, dass du ihn sein Leben lang begleitest, ihm Freunde an seine Seite stellst und ihm immer wieder zeigst, dass es dich gibt und wie sehr du ihn lieb hast. Herr, bitte schenk, dass er irgendwann einmal begreifen wird, was du mit seinem Sohn Jesus für ihn getan hast. Herr, du weißt auch, wie viel Kraft es teilweise die Eltern kostet, ein Kind zu erziehen. Und ich möchte dich da einfach um diese Kraft bitten, Herr, dass die von dir kommt. Und dass du Weisheit schenkst bei Problemen. Dass du den Eltern ganz viel Liebe gibst und Zeit für ihre Kinder. Herr, und dass auch zwischen den Eltern Einigkeit in der Erziehung herrscht. Bitte schenk ein gutes Verhältnis in der Familie zu den Kindern. Und hilf ihnen, dass sie ihrem Ben helfen können, den Weg zu dir zu finden. Herr, und so möchte ich den Ben segnen. Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, für jede Träne ein Lachen, für jede Sorge eine Aussicht und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, für jedes Problem, das das Leben schickt, einen Freund, es zu teilen. Für jeden Seufzer ein schönes Lied und eine Antwort auf jedes Gebet. Amen. Raphael, ich möchte für dich beten und dir von Gott her Gutes zusagen. Es ist ein wunderbares Geschenk, das Gott dich gemacht hat, nach seinem Ebenbild, wie wir in der Bibel lesen. Gott hat ganz viel Liebe und Mühe in dich hineingelegt, dich so gemacht, wie du bist. Und du bist ein Wunder, du bist ein Geschenk an deine Eltern, du bist ein Geschenk an die Großfamilie, du bist ein Geschenk an die Gemeinde, du bist ein Geschenk an die Welt, an deine Umgebung. Und wir beten, Herr Jesus, dass du den Raphael weiter segnest. Danke, dass du ihn geheilt hast, schon im Mutterleib, dass du dort Dinge einfach wieder in Ordnung gebracht hast. Und daher hast du auch deinen Namen und wir wünschen dir von Gott her, Raphael, dass du auch Heiler werden kannst, dass Gott dir die Gabe der Heilung schenkt, dass du auch Menschen für Menschen beten kannst und Menschen heilen kannst. Wir beten, Herr Jesus, dass du den Raphael durch deinen Heiligen Geist leitest und Gnade gibst, dass er dich zeitig findet, dass er dich lieben lernt und dass er dir folgt und zum Segen wird. Beten, dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst und beten auch sehr, dass Gott dich schützt, dass Gott deine schützende Mauer um dich baut und dass niemand dich angreifen kann. Beten, dass du gesegnet bist nach Geist, Seele und Leib und dass Gott dein ganzes Leben in seiner Hand hält und dich einen guten Weg leitet und dich auch zum Segen setzt für alle Menschen. Und ich segne euch als Ehepaar, bete, dass Gott eine schützende Mauer um euch baut und dass niemand diese Ehe eindringen kann. Bete, dass ihr einander versteht, dass ihr treu zueinander steht und dass ihr auch als Ehepaar wirklich Ratgeber für Raphael sein werdet und bete, dass ihr eins seid, in dem, was er Raphael weitergibt und bete, dass eure Ehe, eure Liebe immer weiter wächst und dass ihr als Familie wirklich ein starkes Team werdet. Bete, dass ihr zum Segen werdet für eure Umgebung. So segne ich euch, segne dich, Raphael, segne euch als Eltern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ja, Vater, und ich habe hier die wunderbare Familie Strobel vor mir, die auch am Größerwerden ist. Und ich möchte jetzt beten für den Milan. Herr, danke, dass du ihn so wunderbar gemacht hast, auf deine Weise. Danke, dass er ganz wertvoll ist in deinen Augen. Und danke, dass du ihn genauso ausgedacht hast, wie er auch jetzt ist. Und ich bete, dass er das genau das in seinem Leben verstehen lernt, dass du ihn so wolltest, dass er sich so annehmen kann, wie er ist. Und dass er auf dem Weg auch mit dir lernt, dir zu vertrauen. Bitte für die Eltern Michael und Meresi, dass du ihnen auch hilfst, ihm ein Vorbild zu sein. Beten, dass du ihnen hilfst, ja, dass er auf den Weg kommt, dich näher kennenzulernen. Und wir beten, dass du ihm auch ganz, ganz wertvolle und gute Freunde schenkst in seinem Leben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vater. Und wir merken, dass wir das wenig oder kaum in der Hand haben. Und deswegen wollen wir in dir völlig hinlegen, auch in, ja, auch bald neu werdenden Familiensituationen. Dankeschön, dass du ihn so genial gemacht hast. Und ich möchte den Milan segnen im Namen des Vaters, des Sohnes, der so viel für uns gemacht hat, und dem Heiligen Geist, der in uns lebt und durch uns lebt. Danke, dass du da bist und mit dem Milan mitgehen wirst auf seinem Lebensweg. Amen. Wir haben euch auch noch ein kleines Andenken an diesen Tag und an die Segnung mitgebracht und einen Vers. Und das möchten wir euch mal noch überreichen. Ich fange mal wieder an. Ja, für die Mia Sophie haben wir den Vers ausgesucht. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten, aus Psalm 32, Vers 8. Und das würden wir dir einfach so zurufen und zusagen, aber wenn du das jetzt vielleicht noch nicht verstehst. Die brennt, denke ich, ein paar Jahre. So, bitteschön. Ja, für euch haben wir den Vers ausgesucht, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen. Ihr habt durch zwei Verse aus einem Buch, das man vielleicht für so einen Fall nicht suchen würde, ausgewählt aus den Klageliedern. Kapitel 3, aber selbst in den Klageliedern stehen coole Verse. Und das ist ein Vers, der euch ja beschäftigt hat in der Schwangerschaft, wo ihr diese besorgniserregende Nachricht gekriegt habt und wo ihr dann auch erlebt habt, dass Gott eingegriffen hat. Dort heißt es, du warst mir an dem Tag nah, als ich zu dir schrie und sagtest zu mir, fürchte dich nicht. Herr, du hast für mich gestritten und mir das Leben gerettet. Und das wünschen wir euch als Eltern, als Familie, dass ihr das immer wieder hört von Gott. Fürchte dich nicht. Ich streite für euch und ich rette euer Leben in jeder Hinsicht. Gott segne euch. Ja, lieber Milan, auch von uns bekommst du ein Geschenk. Hast du schon ein Kinderzimmer? Ja. Das ist gut, Milan. Wenn du schon ein Kinderzimmer hast, dann habe ich was Schönes für deine Wand. Ich möchte dir deinen Vers vorlesen, der dich begleiten soll auf deinem Leben. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen und dass sie dich auf Händen tragen. Und das ist eine wunderbare Vorstellung für Situationen, die wir nicht in der Hand haben, dass Gott unfassbar mächtig ist und dass er eine ganze Schar an Engeln hat, die sich um dich kümmern. Und das wünschen wir dir. Und dass du dich da immer wieder dran erinnerst und vielleicht auch zu deinem Segenstag deine Eltern dir das ab und zu mal vorlesen, bekommst du dieses tolle Bild und eine Kerze. Die dürft ihr auch jedes Jahr an diesem Tag anzünden. Okay? Bitteschön. Vielen Dank. Ihr dürft Platz nehmen. Außer Daniel und Hanna.
Danilo und Hanna, die haben ja auch so viel Segen, so viele Geschenke. Ich halte es nochmal hoch, auch wenn die Kinder nicht da sind. Haben sie in ihrem Leben bekommen. Ganz viele Dinge, wo Gott sie begabt hat, wo er sie ausgerüstet hat und ermutigt hat. Und Hanna und Danilo haben sich entschieden, diese Geschenke, die sie bekommen haben, von Gott weiterzugeben an einem ganz anderen Ort als hier bei uns, nämlich in Kambodscha. Und sie haben sich entschieden, ganz wortwörtlich so zu leben, dass sie ein Segen sein wollen für andere Menschen. Und nachdem ihr nun länger hier in Deutschland wart und eure Mia geboren wurde und alles gut ging, Gott sei Dank, dürft ihr jetzt bald wieder ausreisen nach Kambodscha. Und ich würde euch einfach bitten, dass ihr uns kurz mit hineinnehmt in das, was auf euch zukommt, was euch erwartet. Genau. Vielen Dank, Sarah. So, ihr Lieben, es ist schön, nochmal bei euch zu sein. Obwohl wir hier direkt nebenan wohnen, war ich jetzt schon eine ganze Weile nicht im Gottesdienst aufgrund von unterschiedlichen Terminen. Aber wir freuen uns nochmal, heute bei euch sein zu dürfen. Und am Anfang wollten wir euch einfach nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Als wir uns vorbereitet haben, ist mir aufgefallen, irgendwie sagen wir jedes Mal das Gleiche. Also wir sagen immer am Anfang Danke und danke für das und das und das. Und irgendwie wiederholt sich das immer. Aber wir wollen euch sagen, dass wir euch trotzdem, auch wenn es sich manchmal wiederholt, von ganzem Herzen Danke sagen. Also es ist wirklich ein Riesengeschenk, dass wir euch als sendende Gemeinde hinter uns wissen dürfen. Ich mache das mal aus, nicht, dass es Leuten schwindelig wird. Und die letzten 5,5 Monate war eine Zeit, ja, wo wir hier sein konnten, beschenkt wurden von euch mit einer Wohnung, mit einem Auto, das wir nutzen konnten. Aber nicht nur das Materielle, sondern vor allem haben wir auch ganz viel Liebe von euch bekommen, ganz viel Anteilnahme, Interesse. Und dafür wollen wir uns von Herzen bedanken. Wir wissen, dass viele Leute von euch für uns gebetet haben und für uns beten. Vielen, vielen Dank. Es ist toll, immer mal wieder was von euch auch zu hören, eine Ermutigung. Erst diese Woche hat uns jemand eine WhatsApp geschrieben und hat geschrieben, hey, in meiner Gebetszeit, als ich für euch gebeten habe, hat Gott mir was aufs Herz gelegt und das wollte ich euch gern schreiben. Und das ist eine totale Ermutigung für uns, wenn immer mal wieder sowas kommt. Vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme und für euer Mitdabeisein. Und wir haben gedacht, wie können wir euch denn mal noch anders danken als sonst immer? Und ich hatte es einfach auf dem Herzen, euch zu segnen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass wir jetzt so das Thema Segen in diesem Gottesdienst hatten, aber als wir uns vorbereitet haben, haben wir gesagt, hey, wir wollen einfach die Gemeinde mal segnen für das, was sie für uns tut und leistet, investiert. Und ich würde das jetzt sofort machen, würde euch bitten, wenn es euch möglich ist, nochmal aufzustehen. Und ich möchte für euch als Gesamtgemeinde Danke sagen und ins Segen aussprechen. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen für die Gemeinde hier in Lengenfeld, für jeden Einzelnen, den du hier hergestellt hast, der hier dabei ist. Jesus, du vergleichst uns in deinem Wort mit einem Körper, uns als Gemeinde, uns als Kirche, vergleichst du uns mit einem Körper, mit einem Teil, wo jedes Mitglied ein Organ ist und ein Teil ist und eine Aufgabe hat. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier so eine Vielfalt hineingelegt hast in diese Gemeinde, dass so viele Gaben vorhanden sind, so viele Leidenschaften, Menschen Visionen haben, dir zu dienen und anderen Menschen zu dienen. Ich danke dir, Jesus, für die Gemeinde, auch wie sie hinter uns steht und wie sie uns unterstützt, ermutigt, finanziell trägt. Jesus, hab vielen, vielen Dank. Und ich bete, dass du, der dreieinige Gott, Segen zurückfließen lässt, Jesus. In finanzieller Sicht, Jesus, dass sie an nichts Mangel haben. Aber auch an allen anderen Dingen, die sie brauchen, Jesus. Immer wieder, dass zu wenig Mitarbeiter sind. Und ich bete, Jesus, dass du Mitarbeiter schenkst für Bereiche, wo gerade Mitarbeiter fehlen.
Ich bete, Jesus, dass du Menschen berufst in Aufgaben hinein, wo du sie haben möchtest. Ich bitte dich, Jesus, dass du Einheit schenkst in der Gemeinde. Jesus, du siehst all die Fragen zwecks Zukunft und Erweiterung und Bau. Und Jesus, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist vorangehst und dass du ganz deutlich zeigst, Jesus, was dran ist für die Gemeinde. Und dass das in Einheit geschieht, Jesus. Jesus, nicht weil wir so klug und so weise sind, sondern weil du die Weisheit und die Einheit schenkst. Das bete ich, Jesus, in deinem Namen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die EFG hier in Lengenfeld, dass wir ein Teil davon sein dürfen und dass sie hinter uns stehen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, und da ich vor 2 Wochen in Kambodscha war, hatten wir die Idee, euch noch was anderes mitzubringen. Dadurch, dass ich erst vor 2 Wochen wiedergekommen bin, war das möglich, so halbwegs. Wir haben euch ein paar Mangos mitgebracht. Und wir würden die jetzt einfach mal durch die Reihen hier geben. Hannah hat die schon geschnitten. Die sind leider schon ganz schön reif geworden in den letzten 2 Wochen. Wir haben extra Unreife mitgebracht, aber die sind dann doch schneller reif geworden, als wir gehofft haben. Es sieht nicht mehr ganz so schön aus wie hier auf dem Bild, aber ja, nehmt euch einfach ein Stück, guckt, ob es euch schmeckt oder nicht. Wir finden die Mangos in Kambodscha viel leckerer als hier in Deutschland und ums 10-fache günstiger. Und dann habt ihr einfach mal so einen kleinen Geschmack von Kambodscha. Ja, Danilo würde jetzt austeilen. Ihr werdet sehen, es sind in einem großen Gefäß, sind Zahnstocher drin, den könnt ihr einfach ein Stück Mango anspießen, das essen und dann in diesen kleinen Becher reinstellen, dass nicht zweimal die Leute den gleichen Zahnstocher nehmen. Genau. Ich möchte auch der Lobpreisband sehr danken für den Morgen heute und für die Lieder, die ihr ausgesucht habt. Gerade bei dem letzten Lied mit dem Glaubensbekenntnis, da habe ich gedacht, wow, genau, das ist Mission, weil wir sitzen in Kambodscha auf dem Fußboden, wenn wir Gottesdienst feiern, wir singen und reden in einer Sprache, wo keiner von euch ein Wort verstehen würde. Wir haben Instrumente, die habt ihr noch nie gesehen und unser Gottesdienst ist so anders wie hier der Gottesdienst, ne? Und wir waren in anderen Gemeinden auch in Deutschland, wo einfach Gottesdienst so anders abläuft und trotzdem ist genau das, was wir in dem Lied gesungen haben, unsere Basis von all unseren von allen Christen auf der ganzen Welt. Und deswegen hat dieses Lied perfekt dazu gepasst zu diesem Gottesdienst, weil wir eben alle, egal wie unterschiedlich wir sind, egal wie unterschiedlich wir unseren Glauben leben, alle an den einen Jesus glauben, an den einen Gott glauben. Und das vereint uns und das eint uns. Ja, uns geht es immer wieder so, dass Leute uns hier in der Gemeinde ansprechen und wir ehrlich gesagt euren Namen nicht wissen. Wir haben eure Gesichter gesehen, aber wir wissen euren Namen nicht, deswegen ihr dürft euch gerne immer wieder noch mal vorstellen, wenn ihr denkt, ach, Danilo und Hanna können vielleicht unseren Namen noch nicht, dann dürft ihr ruhig noch was dazu sagen, weil wir wollen uns heute auch noch mal einfach kurz vorstellen. Manche Leute haben uns wahrscheinlich schon öfter gesehen, haben sich vielleicht uns noch nicht angesprochen oder noch nie mit, ja, wissen nicht groß was über uns, deswegen noch mal ganz kurz. Wir sind alle 4, wie ihr uns heute auf der Bühne seht, in Rodewisch geboren. Das finden wir immer wieder cool, ne? Rodewisch, das ist so der Geburtsort von uns. genau, Danilo und ich sind beide hier in Lengenfeld aufgewachsen. Unsere Eltern sind auch noch Teil dieser Gemeinde, sind immer in diese Gemeinde gegangen. Sigmund und Gabi und Jutta und Frohwald. genau, wir sind hier in die Kinderstunde gegangen, in den Teenie-Kreis, in die Jugendgruppe und haben selber, Danilo hat die Jungschar gegründet mit einem Team und hat dann später Jugend geleitet. Ich war aktiv in der Kinderstunde und habe dann im Teenie-Kreis mitgearbeitet. Und 2006 haben wir dann geheiratet. Auch noch hier in einem schönen Garten oben beim Schützenhaus. War wunderschön, ein unvergesslicher Tag. Und danach sind wir gemeinsam nach Baden-Württemberg gezogen, weil Danilo dort studiert hat. Danilo ist Sozialpädagoge und Religionspädagoge. Und ich habe dort als Physiotherapeutin gearbeitet. Für uns war immer das Thema Mission. Wir haben immer wieder gefragt, Gott, möchtest du uns im Ausland haben? Und haben dann auch, sind auch Schritte gegangen, haben unsere Organisation gefragt, was wäre denn notwendig, damit wir ins Ausland gehen können. Und sie haben mir empfohlen, da ich noch keine theologische Ausbildung hatte, noch ein Jahr Bibelschule zu machen. Danilo hat ja als Religionspädagoge schon eine komplette theologische Ausbildung durchlaufen. Genau, und deswegen waren wir von 2011 bis 2012 auf einer Bibelschule in den Niederlanden. Die heißt Cornerstone, ist ein Missionary Training College, also wirklich ein
eine Bibelschule, die das Ziel hat, Missionare auszubilden und zu schulen. Genau, und dann Anfang 2013 sind wir gemeinsam nach Kambodscha ausgereist, damals zu zweit und dann vor 2,5 Jahren zu dritt und jetzt zu viert. Genau, Hannah hat gesagt, wir sind wieder auf dem Sprung. In 2 Wochen sind wir schon wieder in Kambodscha. Und wir stehen kurz- und mittelfristig vor einer unsicheren Zukunft. Viele von euch werden das wissen, aber ich sage es noch mal ganz kurz für die, die das noch nicht wissen. Wir als WEC-Kambodscha-Leitungsteam haben entschieden, dass das Projekt Bridge of Hope, wo wir mitarbeiten, an eine andere Organisation übergeben werden soll. Wir sind quasi auf der Suche nach einem neuen Träger für das Projekt. Bridge of Hope ist ein Projekt, was mit Familien unter der Armutsgrenze arbeitet. Wir haben eine Schule für Kinder und haben Sozialarbeiter, die mit den Eltern individuell arbeiten. Und aus dieser Arbeit ist auch eine Gemeinde entstanden. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wir haben draußen auf einem Infotisch einen Film laufen, wo ihr einfach mal durchgucken könnt. 5 Minuten geht er, wenn es euch interessiert. Und auch Flyer sind draußen. Ja, wir sind also auf der Suche nach einem neuen Träger und wir wissen nicht, was das für uns dann bedeutet. Wenn wir eine andere Organisation oder einen anderen Träger gefunden haben, brauchen die uns, brauchen die Hannah und mich. Wir persönlich haben ein großes Herz für diese Arbeit. Wir sind da total gerne, wir fühlen uns da zu Hause. Aber wir wissen nicht, was Gott vorhat. Vielleicht sagt Gott auch, hey, eure Zeit ist jetzt hier vorbei und ich möchte euch woanders gebrauchen. In Kambodscha, in einem anderen Land, in Deutschland. Wir wissen es nicht. Also bei uns gibt es da einfach ganz viele Fragezeichen. Und deshalb haben wir die Jahreslosung dieses Jahr gelesen, von 2019, suche Frieden und jage ihm nach. Und erst haben wir so gedacht, naja, also wir haben eigentlich Frieden über der ganzen Situation. Es ist jetzt nicht, dass wir, Gott hat in den letzten 1,5, 2 Jahren ganz oft ganz klar geredet, dass das der Weg ist für Bridge of Hope und wir vertrauen Gott, dass er uns auch gut weiterführt. Also es ist jetzt nicht, dass wir da total unsicher sind und Unfrieden haben und Angst haben oder was auch immer, sondern wir haben da echt tiefen Frieden. Und trotzdem ist es manchmal so, dass der Frieden nicht automatisch bleibt, sondern da kommen Zweifel rein und da kommt Unzufriedenheit. In dem Wort Unzufriedenheit steckt auch Frieden, will sich so einschleichen. Und wo man immer wieder sagen muss, nein Gott, du hast ganz klar gesprochen, wir wollen auf deine Verheißungen gucken, wir wollen gucken auf das, was du vorhast und wollen uns wirklich von dir abhängig machen und nicht von unseren ängstlichen Gedanken oder was auch immer. Deshalb passt dieser Jahresvers trotzdem total gut für uns und ihr dürft da gerne für uns mitbeten, dass diese Unzufriedenheit über dieser unsicheren Situation nicht zunimmt oder stärker wird und dass die Zweifel, die hin und wieder mal kommen wollen, dass wir da mit Gottes Hilfe die besiegen können. Und wir haben euch noch ein paar mehr Gebetsanliegen mitgebracht. Wir wünschen uns für dieses Jahr ganz besonders, dass unsere Beziehung zu Gott tiefer und enger wird. Ich glaube, das ist ein Gebetsanliegen oder ist für uns ein Wunsch, den wir immer wieder haben. Und ihr dürft da gerne für uns beten. Und mir ist es, also Frieden ist ja eine Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22 wird Frieden als Frucht des Geistes beschrieben. Und Jesus gebraucht in Johannes 15 einmal das Bild vom Weinberg, dass wir Reben sind, die mit dem Weinstock verbunden sind. Und nur durch das Verbundensein mit dem Weinstock kann die Rebe Frucht bringen. Also wir müssen ständig in Verbindung bleiben mit dem Weinstock, um diese Früchte des Geistes, dass die wachsen können, unter anderem. Ne? Und da dürft ihr gerne für uns beten, dass es uns immer wieder neu gelingt, ganz eng mit Gott verbunden zu bleiben, dass wir in dieser neuen Situation jetzt mit einem zweiten Kind einen guten Rhythmus finden in unserem Alltag in Kambodscha, wo wir
regelmäßig immer wieder intensive Zeiten mit Gott haben und dass diese Beziehung einfach wachsen kann und in die Tiefe gehen kann, dass wir Zeit haben, uns wirklich auf Gott zu hören, was er für uns vorhat, was er für uns hat. Und genau, das ist unser erstes Gebetsanliegen. Ja, unser zweites Gebetsanliegen ist die Zukunft von Bridge of Hope. Wir wünschen uns Gelassenheit und eine klare Wegweisung für die Zukunft von Bridge of Hope. Jetzt gerade haben wir noch keine Ahnung, ob wir einen Träger finden werden. Wir wissen nicht, wann wir den finden werden und wer das sein wird. Und da brauchen wir einfach Gelassenheit. Und aber auch, dass der Gott ganz deutlich zeigt, wer das ist. Und wir beide brauchen da auch Gelassenheit gegenüber unserem Teamkollegen, die da ein anderes Tempo an den Tag legen, wie wir uns das wünschen würden, dass wir einfach sagen können, okay, wir sind nicht die Leiter und wir können das jetzt einfach ruhen lassen. Es ist ihre Aufgabe und sie werden das in ihrem Tempo machen und dass wir da einfach fröhlich und ruhig dabei bleiben können. Genau, das hat Danilo ja auch schon kurz gesagt, ne, falls Bridge of Hope uns, falls wir nicht mehr weiter in Bridge of Hope sein können, dann ist natürlich auch die Frage, wie es mit uns weitergeht. Bleiben wir in Kambodscha in einem anderen Projekt? Gehen wir in ein anderes Land? Kommen wir zurück nach Deutschland? Also das ist dann alles offen. Genau. Als nächstes haben wir viele Beziehungen zu Menschen, die Gott noch nicht kennen, sowohl Kambodschanern als auch Ausländern und auch Menschen, die Gott schon kennen, aber die einfach im Glauben wachsen wollen. Und wir wünschen uns, dass wir für den Menschen helfen können, Gott näher zu kommen und dass Gott uns dazu gebraucht, aber auch, dass wir nicht unserem eigenen Plan folgen und unserer eigenen Idee folgen, sondern dass wir immer wieder auf Gott hören und fragen, Gott, was ist in dieser jetzigen Situation für diesen Menschen dran? Wie können wir diesen Menschen ganz individuell helfen? Da brauchen wir Weisheit und ganz deutliche Richtungsweisung von Gott. Genau, und als letztes noch Beziehungen in unserem Team. Wir sind Teamkollegen aus allen Kontinenten in dieser Welt. Das heißt, dementsprechend knallen Kulturen aufeinander und die Art und Weise, wie man Glauben lebt, wie man Glauben versteht, wie man Dienst versteht. Das ist eine große Herausforderung, oft in Einheit und in Liebe miteinander zu arbeiten. Aber wir haben gemerkt und wir sehen, dass darin eine große Kraft liegt. Und deswegen wollen wir ganz bewusst dem Frieden im Team nachjagen, dass wir einfach genau als Team eine starke Einheit sind. Und dafür dürft ihr weiterhin beten, dass wir genau liebevolle Beziehungen haben und dass wir gut miteinander arbeiten und uns gegenseitig wertschätzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr über den heutigen Tag hinaus für uns betet. Und deshalb habt ihr vielleicht auf eurem Platz so eine Gebetskarte vorgefunden. Nehmt die gerne mit. Wenn ihr sagt, es ist für mich jetzt nicht so praktisch, dann lasst sie auch gerne einfach liegen. Wir sammeln die dann danach wieder ein. Aber wer sagt, ja, das möchte ich gerne tun, dann nehmt euch gerne diese Gebetskarte mit. Ihr dürft auch, wenn ihr in Kühlschrank zu Hause habt, der magnetisch ist oder so oder eine andere Stelle, könnt ihr euch auch draußen auf dem Infotisch gerne ein Magnet mitnehmen, was ihr ranheften könnt. Und also nehmt mit, bis es alle ist. Wir haben nicht für jeden eine, aber ein paar sind schon noch draußen. Also dürfen gerne alle werden. Sarah, kommst du mit vor? Wir wollen euch zwei jetzt segnen für euren nächsten Term. Sind gespannt, wann ihr wiederkommt und vielleicht, wenn es euch nochmal möglich ist, dass schon wieder nochmal aufsteht. Oh, jetzt reißen sie aus. Ach, die holen die Kinder, ja. Ja, liebe Familie Groß, vor euch ist eine ungewisse Zeit. Ich musste daran denken, wie das Volk Israel aus Ägypten abhaut und vor dem Volk in Meer ist. Und die kommen einfach nicht weiter und es ist immer mehr Druck und die Zeit ist drängt und vielleicht fühlt ihr euch ähnlich. Und Mose ruft da was ganz Bestimmtes und das möchte ich euch heute zurufen. Steht und seht die Rettung des Herrn. Steht und seht die Rettung des Herrn. Das möchte ich euch zurufen. Zu wünschen, dass Gott euch rettet und dafür möchte ich beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Hannah und Danilo und die Kinder und ich möchte sie in deinem Namen segnen und ich möchte sie segnen mit deiner Rettung, mit deinem Frieden. Ich möchte die Unzufriedenheit und die Angst aus ihren Herzen, ich möchte dich bitten, dass du die vertreibst und dass dein Friede ihr Herz erfüllt
und sie voller Mut stehen und sehen können. Nicht selber alles in die Hand nehmen wollen, nicht selber alles retten wollen, sondern dem eigentlichen, echten Retter vertrauen. Danke, dass du für sie einen Weg hast. Ich segne euch mit Gottes Frieden. Amen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du sie beschützt. Ich möchte dich bitten, dass sie gesund sein können. Bitte, Herr, schenke, dass sie bewahrt bleiben. Und bitte schenke ihnen Frieden und Ruhe für die nächsten 3-4 Wochen, die auf sie zukommen, dass sie in aller Ruhe und mit viel Kraft und Gesundheit den ganzen Umzug und die Ausreise schaffen. Und dass sie sich dort wieder gut einfinden und dass sie in all dem ganz, ganz eng verbunden sind mit dir. Danke, dass du ihnen alles geben wirst, was sie brauchen, und ich bete, dass sie das immer wieder bei dir auch empfangen und abholen. Amen. Amen. Dankeschön. Ich habe den Infotisch draußen schon 2-3 Mal angesprochen. Da liegen auch noch Rundbriefe aus. Wir haben diese Woche erst einen neuen Rundbrief verschickt. Nehmt den gerne mit. Auch von den letzten Monaten sind noch ein paar Rundbriefe. Und falls jemand unsere Rundbriefe per E-Mail erhalten möchte, ist auch eine Liste. Dürft euch gerne eintragen. Dann nochmal eine Erinnerung an die Gebetskarte. Und als letztes haben wir ein paar Sachen, so ein paar Mitbringsel aus Kambodscha, die noch übrig sind. Wir würden die gerne zugunsten von Preacher of Hope verkaufen. Da gibt es so ein paar Gewürze, Pfeffer, eine Schüssel ist noch da, ein Tee. So ein paar Sachen, die Dani wird draußen stehen. Wenn ihr Fragen habt, dann kann die euch da gerne weiterhelfen. Wir haben so gedacht, 5 Euro pro Teil. Wenn ihr gerne mehr geben wollt, es wird Preacher of Hope zugutekommen. Und genau, links daneben sind auch noch so ein paar Karten von einem anderen Projekt in Kambodscha, das heißt Good Neighbors, ist auch von weg, und das kommt dem Projekt zugute, da stehen die Preise auch dran, aber die Dani steht auch dort, wenn ihr Fragen habt, schaut gerne mal vorbei und fragt die Dani. Vielen, vielen Dank. Ja, wir wollen noch ein gemeinsames Segenslied singen und freuen uns auf die Band.